Glaube ist für mich Selbstbewusstsein, Kraft, Wille, Durchhaltevermögen. Bei mir als Leistungssportler kommt der Glaube nicht nur von mir allein, sondern ich habe einen riesigen Schatten hinter mir. In der modernen Zeit gehört Leistungssport in eine Kategorie, die teilweise eben nicht mehr immer gesund ist. Es gibt keinen Leistungssport ohne Niederschlag. Ich war ein überaktives Kind, wollte immer rumturnen, irgendwo spielen gehen. Und deswegen ist Wasserspringen für mich dann schon ein richtig gutes Ventil geworden damals. Meinen ersten Wettkampf hatte ich so mit 6, 7 Jahren und bin damals Vierter geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass das dann so steil bergauf geht. Ich habe damals gesagt, ich möchte zu Olympia. Ja, sehr gut von Hausting. Aber ich habe, soweit ich mich erinnern kann, damals nicht gesagt, ich will Olympiasieger werden. Silber für Patrick Hausting, wer hätte das gedacht? Als 19-Jähriger war das völlig utopisch für mich, weil ich quasi eine Leistungskurve hingelegt habe, die innerhalb von 2 Jahren von 0 auf 100 ging. Unglaubliches Ergebnis hier der Wasserspringer. Training ist manchmal spaßig, aber manchmal auch nicht. Als ich jünger war, hat das öfter Spaß gemacht. Im fortgeschrittenen Alter kommen halt viele andere Faktoren einfach auch im Leben dazu, die es vielleicht mal schwieriger machen oder auch mal einen Tag unerträglich. 2019 habe ich hier in dieser Halle auf dem Trampolin meine Orientierung verloren in der Drehung und bin eigentlich mit dem Kopf und Schulter, Nacken auf dem Trampolin als erstes wieder gelandet nach einem Sprung. Das hat so doll geknackt. Ich hatte wirklich Angst, dass ich mich ganz ernsthaft verletzt habe. Und diesen Sprung habe ich seitdem nie wieder gemacht, weil ich auch wusste, dass ich nicht mehr ewig diesen Leistungssport machen werde und mich dieser Gefahr nicht nochmal wissentlich aussetzen muss. Nach 25 Jahren Leistungssport reflektiert man immer mehr, wie man hier und da an einer Stelle auch viel Glück hatte. Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht einmal daran gedacht habe, frühzeitig aufzuhören. Muss ich das noch weitermachen? Brauche ich das? Ich hatte immer das Glück, erfahrene, starke Trainer an meiner Seite zu haben, weil ich das alleine gar nicht stemmen kann, so eine Performance abzuliefern. Was dahinter alles passiert, das wissen halt die wenigsten. Selbstbewusstsein, Kraft, Wille, Durchhaltevermögen, all das sind Dinge, die den Glauben daran stärken, seine Leistungsfähigkeit auch abzurufen. Ich habe einen riesigen Schatten hinter mir, bei dem ich gefolgt werde von meinen Trainern, von Physiotherapieärzten. Dafür kann man gar nicht dankbar genug sein. Alleine ist man nicht in der Lage, sowas zu leisten. Die Leistungssportzeit ist geprägt von Disbalancen in der Muskulatur, dann Gelenken, Verletzungen, Schmerzen. Mediziner haben gefragt, was brauchst du? Geh zu Seger und nach 10 Minuten gehst du wieder raus und hast deine Bandage oder deine Orthese. Es ist gut, eine schnelle Hilfe zu haben, um wieder so gut wie möglich in den Leistungssport gleich zurückzukehren.